Ja, guten Morgen. Nach dem fulminanten gestrigen Abendbeginn beginnt jetzt der nicht weniger spannende, aber ein bisschen vielleicht lockerere Teil unseres Sommerdiskurses, locker insofern, als wir Input dann auch sehr stark mit Diskussion verbinden möchten. Und deshalb freut es mich besonders, dass wir hier heute drei hervorragende Expertinnen und Experten haben, die auch schon lange dem Sommerdiskurs verbunden sind und die zum Thema Zukunft der Arbeitswelt im Lichte der Pandemieerfahrungen sprechen werden. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Dr. Christine Hanusch-Linser, Herrn Dr. Paul Frey und Dr. Roland Gerlach. Wegen der Kürze erspare ich mir eine ausführliche Vorstellung und verweise auf die Biografien, die in unserem Sommerdiskursheft ausführlicher dargestellt sind. Nur eines vorweg, zu den besonderen Zielen des Sommerdiskurses hat es gehört, auch den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu forcieren, etwas, was sonst eigentlich abgesehen von themenspezifischen Bereichen, wo sehr spezialisiert zusammengearbeitet wird, nicht so stattfindet. Und ich muss sagen, als Rechtswissenschaftler habe ich hier gerade beim Sommerdiskurs unheimlich viel von unseren Freundinnen und Freunden gelernt, die eben aus der Wirtschaft, aus dem Bereich der Kommunikation, aus dem Bereich der Public Relations, aus dem Bereich des Management und natürlich auch aus dem Bereich der Unternehmensberatung, auch in juristischer Hinsicht, kommen. Und das ist genau das Spannende eigentlich, was hier immer wieder stattfinden konnte. Und Dr. Paul Frey ist Geschäftsführer des Kunsthistorischen Museums. Er war an der Universität Wien, so wie Dr. Roland Gerlach, auch am Institut für Rechtsgeschichte tätig. Das ist etwas, was uns drei unter anderem auch verbindet, ja, eine sozusagen dunkle Vergangenheit oder eine glanzvolle Vergangenheit im universitären Bereich. Dr. Roland Gerlach ist Arbeitsrechtsanwalt, nicht nur natürlich, aber ist im Arbeitsrecht einer der bedeutendsten, bekanntesten, erfolgreichsten Anwälte Österreichs. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich so froh bin, dass er heute auch hier ist. Er ist auch jemand, der gerade diese Verbindung von Praxis und Wissenschaft selbst lebt, unter anderem auch, das möchte ich auch erwähnen, eben durch die langjährige großzügige Unterstützung der Sommerhochschule, was in einem Land wie Österreich nicht selbstverständlich ist und deshalb besonders hervorgehoben werden soll. Jetzt aber darf ich gleich Paul Frey das Wort erteilen. Er spricht heute hier nicht nur als Kunstmanager ersten Ranges, sondern auch als jemand, der zuvor als Vorstandsmitglied in der Postbus AG in vielfacher Hinsicht Managementerfahrungen gesammelt hat. Und er berichtet uns über seine Eindrücke, über die Erfahrungen des letzten Jahres und seine Gedanken zur Zukunft der Arbeitswelt im Lichte dieser Pandemie. Vielen Dank, Frau Stefan. Corona-Trend für die Arbeitswelt um. Die Anliegen. Ein strukturiertes Gespräch und eine angeregte Diskussion führen zu können, möchte ich einige persönliche Beobachtungen aus der Dienstleistungsbranche, näherhin aus einer der großen Kulturinstitutionen, die Wissenschaft und Forschung, aber auch den Gästebetrieb für Menschen aus aller Welt hochhält, treffen. Diese Beobachtungen mache ich natürlich aus der Arbeitgeberperspektive, kann Ihnen aber nicht verhehlen, dass sich diese Perspektiven von Arbeitgeberseite nicht unbedingt mit meinem persönlichen Wohlbefinden als selbst arbeitender Mensch decken.
So gesehen, wenn Sie so wollen, predige ich das Wasser, das ich im Zweifel dann doch lieber stehen ließe, um mich am guten Wein des neuen Wohlbefindens in der neuen Arbeitswelt zu laden. Ich bin also durchaus bereit für Ihre Einwände. Zunächst möchte ich das Thema zeitlich ein bisschen strukturieren, weil ich glaube, dass wir tatsächlich unterschiedliche Chronologien haben. Wir finden eine Arbeitswelt vor Corona vor, während der Pandemie und nach der Pandemie. Und wenn ich sage nach der Pandemie, ist es natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass wir diese Phase jetzt beginnen oder in diese Phase neu eintreten. Schon vor der Pandemie, lange vor der Pandemie, haben sich die Arbeitswelten, unser aller Arbeitswelten, begonnen zu verändern. Mobile Work ist kein Corona-Phänomen, selbstverständlich. Die Digitalisierung, agiles Arbeiten, agile Formen der Zusammenarbeit haben lange vorher schon Platz gegriffen. Es gab also vor Corona schon eine massive Flexibilisierung, die vor allem neue Ansprüche meines Erachtens an Führung und Selbstführung gestellt hat. Vor allem auch die zeitliche Flexibilisierung. Gerade in der Dienstleistung ist das etwas, was ich beobachten kann. Ein massives Voranschreiten von Teilzeitmodellen hat die Arbeitswelt in einer großen arbeitsteiligen Organisation, ich spreche für eine Institution, die mehr als 700 Menschen beschäftigt, massiv verändert. Das heißt, das Auflösen von Strukturen der Arbeitsorganisation und diese gewisse Diffusion von Elementen aus vormals so bezeichneten Arbeitszeiten und Freizeiten hat bereits vor Corona Platz gegriffen. Die Fragen und nicht zuletzt die Rechtsfragen sind aufgeworfen worden und die Führung, glaube ich, die Führungsqualität in Unternehmen vor neue Ansprüche gestellt worden. Ich glaube, dass wir bereits vor Corona gesehen haben, dass Führung als eigenständige Dienstleistung in Unternehmen, in Organisationen erforderlich war. Und wie in vielen Bereichen wirkt dann die Corona-Krise als Beschleunigungsfaktor. Und man sieht manche Phänomene wie unter einem Brennglas auf einmal stark hervortreten. Ich kann Ihnen das kurz schildern. Wir haben 2019, wie so viele Unternehmen, die im Tourismus, in Kunst und Kultur, die in der Dienstleistung sind, eines unserer besten Jahre gehabt. Wien, wir sind mit unseren Museumsstandorten überwiegend in Wien, war thriving im letzten Jahrzehnt. Es ist immer besser und besser geworden und wir haben noch den Jänner und Februar 2020 als unsere allerbesten Monate in der Unternehmensgeschichte, uns gibt es als Unternehmen rund 20 Jahre nach der Ausgliederung, als eigenes Unternehmen feiern können. Und dann wird ein Lockdown verkündet und auf einmal muss man einen florierenden Betrieb zumachen. Das ist ungewohnt, das geht überraschend schnell im Übrigen. Was nicht so schnell geht, ist, dass die Seelen nachfolgen. Die Seelen all jener Menschen, die dort tätig sind. Das war ein interessantes Phänomen, wie sehr und gerade in Koppelung mit der Kurzarbeit dieses Topos der Entbehrlichkeit oder der vermeintlichen Entbehrlichkeit und damit die damit verbundene Enttäuschung Platz greift. Es hat ja so etwas Ähnliches wie eine Aussperrung stattgefunden. Der Arbeitgeber liquidiert kurzfristig seinen Betrieb, lässt den Rollbalken runter und sagt, ab morgen dürft ihr nicht mehr kommen. Und das ist gerade in einem Unternehmensverband mit einem hohen Identifikationsgrad und mit einer hohen Selbstausbeutungsrate, und da sprechen wir in Wissenschaft und Forschung, aber auch in unserem Gästebetrieb, glaube ich, für viele ähnliche Institutionen, ist das wie ein Schlag ins Gesicht gewesen. Und all das, was von Unternehmens- und Unternehmerseite gut gemeint war, eine Grundversorgung sicherzustellen, zur Kurzarbeit anzumelden, um Beschäftigung aufrechtzuerhalten, um ein Gehaltsniveau aufrechtzuerhalten, wird einem sehr schnell anders ausgelegt. Ja, brauchen Sie mich denn nicht mehr? Wir haben, und das würde ich nie wieder machen, im KHM-Museumsverband den Begriff der Systemerhalterin eingeführt. Das sind jene Menschen, die einfach da sein müssen, weil ansonsten Gefahr für die Objekte, Gefahr fürs Gebäude besteht. Dieser Begriff ist sowas von schädlich gewesen, weil wer in einer Organisation erhält denn nicht das Gesamtsystem? Das heißt, all jene Menschen, die dann zu Hause gesessen sind, waren unglaublich enttäuscht, nicht zu diesen Systemerhalterinnen zu gehören und quasi entbehrlich zu sein. Wir haben dann in einer weiteren Phase einen
unglaublich schnellen technischen Fortschritt erzielen können. Wir haben allen Menschen, die zu Hause waren, die von zu Hause gearbeitet haben, egal in welchem Arbeitsausmaß, jenes technische Equipment zur Verfügung stellen können, für das wir ohne Corona wahrscheinlich einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren gebraucht hätten. Auch da ein unglaublicher Beschleunigungsfaktor. Und wie das nun mal so ist bei Menschen als durch und durch elastischem Wesen, die Menschen gewöhnen sich dran und haben begonnen, dieser Phase ihres Lebens in all der Angst und zu Beginn sicher auch Existenzangst dann Positives abzugewinnen. Und ich kürze jetzt diese Phase ab. Wir konnten dann relativ rasch die Kurzarbeit auch aufheben. Wir haben ein Wellental von Öffnungen und wieder Schließungen durchlebt. Schließlich konnten alle doch wieder mehr oder weniger geregelt ihre Arbeit aufnehmen. Und dann wird man mit dem gegenteiligen Phänomen konfrontiert, dass dem Arbeitgeber, entweder mediatisiert über den Betriebsrat oder direkt gesagt wird, na, eigentlich war das schon ganz angenehm. Und dieses Angenehm gilt es dann sicher noch in der Diskussion auszuleuchten. Dieses Angenehm hat viele Facetten, nämlich nicht nur subjektiv geprägte aus der eigenen sogenannten Work-Life-Balance, ich gestehe, ich mag den Begriff nicht so gern, wie auch Positiveffekte für den Arbeitgeber. Und damit tritt man als Arbeitgeber auch in eine neue Phase, nämlich wie strukturiert man dieses Thema. Das ist eine Lernphase. Ich war besonders dankbar, dass man sich da mit anderen auch austauschen konnte, dass man auch durch viele Gespräche über die subjektiven Einstellungen lernen konnte. Man lernt in diesen Gesprächen auch unglaublich viele Themen kennen, die offensichtlich unter der Oberfläche gebrodelt haben. Wo ich mir dann die Frage gestellt habe, wieso sind die nicht zu Beginn des Arbeitsverhältnisses relativiert worden oder währenddessen. Es ist mir immer schon auf die Nerven gegangen, jeden Tag von Zwettl zu kommen. Ich habe gefragt, aber Sie haben doch immer in Zwettl gewohnt. Sagt er, ja, aber jetzt habe ich halt gemerkt, wie sehr es mir auf die Nerven geht. Oder ich habe jetzt eigentlich erst bemerkt, wie sehr mir der Kollege B. auf die Nerven geht und ich muss 8 Stunden neben dem sitzen und jetzt würde ich Sie, Herr Frey, sehr höflich bitten, mich von dieser Pflicht zu entbinden, weil den B. kann ich nicht mehr sehen. Wenn ich dann sage, ja, aber den haben Sie ja jetzt so viele Jahre gesehen und ich hatte eigentlich nie den Eindruck, dass das schlecht war oder schiefgelaufen ist. Also man lernt sehr viel auch über die eigene Organisation und auch über die Menschen, die darin tätig sind. Es wäre jetzt zu verführerisch, all die positiven Seiten dieser neuen mobilen Arbeitswelt aufzuführen. Deswegen beschränke ich mich in Form einer stimulierenden Provokation ein bisschen auf die kritischen Aspekte, die ich damit verbinde. Und ich spreche jetzt überwiegend, weil das war am Ende dieser Corona-Pandemie und wie gesagt noch einmal, wir hoffen, dass es das Ende ist, das ausschlaggebende Momentum, das, wo sich immer manifestiert, das ist die Arbeit von zu Hause. Wir wissen aus der Dienstleistungsbranche, zumindest in Österreich, aus einer repräsentativen Studie, dass bei Ende Corona, und wir manifestieren das jetzt einmal so mit April, Mai 2021, also sehr rezente Zahlen, die durchschnittliche Erwartungshaltung an die räumliche Flexibilität eines Mitarbeiters in der Dienstleistung mit 2,4 Tagen pro Woche zu bemessen ist. Das heißt, der Wunsch der durchschnittlichen Arbeitnehmerin ist, die halbe Arbeitswoche, wir unterstellen ein Vollzeitarbeitsverhältnis, von woanders als vom Arbeitsplatz zu verbringen. Dazu kommt dann auch noch eine zeitliche Flexibilität. Und all das wirft natürlich Themen auf. Das ist unter auch Produktivitätsgesichtspunkten für den Arbeitgeber nicht per se verwerflich. Ja, wir wissen alle, wie viel man auch von zu Hause und um wie viel besser man die Dinge manchmal bewerkstelligen kann. Aber es wirft eben auch ein paar kritische, für mich kritische Aspekte auf, die ich Ihnen jetzt ein bisschen näher bringen will, aus meiner Perspektive und dann mit Ihnen auch ins Gespräch bringen will. Zunächst einmal aus einer sehr subjektiven Perspektive eines Museums, ein ideeller Aspekt, um nicht zu sagen ein ideologischer Aspekt, ein Aspekt, der aus unserem Geschäftsmodell kommt. Wir sind in der Dienstleistung und wir versuchen in einem immer noch überwiegend analog geprägten Geschäftsmodell, Museum ist etwas, das mit Objekten, mit der Aura des Originals und mit einem Standort zu tun hat. Das heißt, ich blende jetzt in den nächsten 2 Minuten bewusst digitale Gästeerlebnisse aus. Und wir alle, die wir im Museum tätig sind, egal ob wir im Bereich der Sammlung, der Forschung, der Bewahrung, der Präsentation oder der Vermittlung tätig sind, sind aufgerufen, Menschen für dieses analoge Besuchserlebnis in situ am Ort zu gewinnen. Wie glaubwürdig sind wir denn in dieser Dienstleistungserbringung, wenn wir uns selber von diesem Arbeitsort distanzieren
und sagen, da eigentlich mache ich all das lieber zu Hause, weil ich kann, auf wienerisch gesagt, die Hütten 2,4 Tage in der Woche gar nicht sehen. Inklusive des Herrn B. und inklusive der Anfahrt von Zwettl und so weiter, alles, was ich bereits aufgeführt habe. Wohin führt das langfristig? Ich kann Ihnen hier keine Antworten geben. Aber die Identifikation der Belegschaft, der Kolleginnen und Kollegen mit dem Hauptgeschäftsmodell erachte ich als in der Dienstleistung unglaublich wichtig. Wir haben weiters ein Thema, das ist mir besonders wichtig und ich arbeite seit 15 Jahren, seit ich den KHM Museumsverband mitleiten darf, sehr daran, die soziale Kohäsion aufrechtzuerhalten. Sie haben in einem ortsgebundenen Geschäftsmodell Mitarbeitergruppen, Menschengruppen, die einfach ihre Arbeit, ihre Dienstleistung vor Ort ausüben müssen. Wer sperrt denn um 10 Uhr auf? Wer macht die Mittagsführung? Wer sitzt in der Sicherheitszentrale und verfolgt einen Alarm dann wirklich auch körperlich, physisch, indem er in 2 Minuten von der Sicherheitszentrale im Bräugelsaal ist? Das heißt, wir haben Menschen, die sind, früher hätte man gesagt rechtshistorisch, an die Scholle gebunden, die müssen jeden Tag kommen. Das sind, jetzt sage ich wertend dazu, blöderweise auch jene Mitarbeiterinnengruppen, die besonders schlecht verdienen. Das sind in aller Regel nicht die Akademikerinnen, das sind in aller Regel nicht die Führungskräfte. Und wir kommen in so einem Modell mittelfristig dazu, dass die Menschen, die ohnehin schon wenig verdienen, unter Einrechnung von Anfahrtswegen, Benzinkosten, öffentlicher Nahverkehr und so weiter, höhere Lebenserhaltungskosten haben als jene, die sich vermeintlich richten können und ihre Arbeitsleistung, ihre Dienstleistung auch von zu Hause bereiten können. Wir kommen in etwas, was ich persönlich im Museum und in der Dienstleistung immer zu überwinden versucht habe, nämlich dieses Modell des 19. Jahrhunderts, derer, die die Arbeit anschaffen und derer, die die Arbeit vollziehen und durchführen. Das heißt, das ist ein soziales Thema, das in einem Betrieb wie dem unseren aufpoppen kann. Wir kommen auch ein interessanter Aspekt, ein interessantes Learning, in eine neue Phase der Diskussion, um nicht zu sagen der Auseinandersetzung zwischen der Arbeitnehmerseite, auch der repräsentierten Arbeitnehmerinnenseite und der Arbeitgeberseite. Für mich, und das verhehle ich nicht, ist das Thema Homeoffice, ist das Thema Telearbeit ein Thema, das unter dem Aspekt der Effektivität der Gesamtorganisation zu sehen ist. Etwas weniger geschraubt ausgedrückt, wie kann ich von Arbeitgeberseite sicherstellen, dass die Arbeitsabläufe möglichst effektiv erledigt werden. Da ist Homeoffice in vielen Bereichen ein wunderbar taugliches Instrument. Stellen Sie sich vor, eine Kuratorin der ägyptischen Sammlung soll einen wissenschaftlichen Beitrag fertig schreiben. Sie will nicht, dass sie im Büro dauernd gestört wird, dass sie zu Meetings muss. Die kann das von zu Hause viel besser machen. Das heißt, für mich auf der Arbeitgeberseite hat die Erledigung der Arbeit unter dem Aspekt Homeoffice ja oder nein immer Vorrang. Die Arbeitnehmerinnenseite, repräsentiert durch Betriebsrat und Gewerkschaft, vertritt völlig zu Recht einen anderen Aspekt, nämlich jene der Harmonisierung, der Optimierung des gesamten Lebensmodells. Das heißt, die Arbeitnehmerinnenseite blendet hier viel stärker die subjektiv empfundenen Elemente des einzelnen Menschen ein. Für mich wirft das auch die rechtliche Frage auf, Frage an den Arbeitsrechtsanwalt, wie weit geht für mich als Arbeitgeber denn die Fürsorgepflicht? Bis zu welchem Grad beziehe ich Aspekte des Privatlebens ein? Eine durchaus auch relevante Rechtsfrage im Umgang mit diesen neuen Regelungen des Homeoffice. Den Punkt mit der Vertragstreue, mit den veränderten Rahmenbedingungen habe ich schon ein bisschen angesprochen. Stichwort Zwettl, eingehendes Dienstverhältnisses. Ich kann mich lebhaft an viele Gespräche erinnern, wo ich beim Aufnahmegespräch gefragt habe, ja, aber Sie kommen ja aus der Hartberger Gegend, wird Ihnen das nicht zu viel werden, wenn Sie da viermal in der Woche reinkommen? Nein, nein, überhaupt nicht. Diese Dinge verändern sich. Ja. Also auch natürlich die Druckmittel, die man beim Eingehen eines Dienstverhältnisses irgendwie in sich selber spürt, man will den Job haben, das verändert sich durch so allgemeine Veränderungen der Rahmenbedingungen wie Corona. Und schließlich noch das Thema der Produktivität. Und jetzt gehe ich in die Provokation über. Wir haben in entsetzlich klarer Weise gesehen, wie schlecht es schon vor Corona um die Produktivität bestellt war. Es ist Corona und das Fernbleiben vom Arbeitsplatz hat klargelegt, dass wir über
manche Strecken, und ich komme dann auch gleich zum Lösungsaspekt, nicht mehr für ausreichend Arbeit gesorgt haben von Arbeitgeberseite. Das heißt, die Anwesenheit am Arbeitsplatz kamoufliert natürlich wunderbar das Thema der Produktivität. Man stellt sich es in vielen Bereichen gar nicht, noch dazu in Bereichen, die schwer messbar sind, wie wissenschaftliche Forschung, geistige Arbeit. Wenn jemand 8 Stunden in der Sicherheitszentrale an der Einsatzleitung sitzen muss, dann sitzt er dort und verfolgt die Alarme. Da habe ich sozusagen immer die gleiche Produktivität. Das verändert sich natürlich im Bereich der geistigen Arbeitserbringung und der Dienstleistung ganz massiv. Das heißt, dass ich kaum Argumente habe, wenn mir jetzt jemand sagt, naja, die Optimierung durch Homeoffice oder durch Teilzeit geht natürlich in eine Richtung, wo ich die gleiche Produktivität bei weniger Input habe. Ja, das ist so. Und das wirft meines Erachtens den Aspekt auf, ohne den das auf betrieblicher Basis in Zukunft gar nicht lösbar sein wird, nämlich den Ausbau der Führungsqualität. Es hängt schlichtweg alles an der Qualität der Führungskräfte, an der Qualität der Unternehmensleitung an. Und ich denke, dass Corona endgültig aufgedeckt hat, dass Führung eine Dienstleistung per se ist, Dienstleistung im Unternehmen, die kein anderes Arbeiten neben dieser Führungsarbeit duldet. Ich persönlich habe klar die Konsequenz aus dieser Phase gezogen, dass wir Personal in vielen Bereichen aufgebaut haben, also antizyklisches Handeln, um die Führungskräfte freizuspielen. Viele Führungskräfte sind auf Phänomene wie digitales Führen, ein neues Verständnis von Führung, nicht als hierarchischen Prozess, sondern als interaktiven Prozess, der zwischen den vormals sogenannten Hierarchien wirkt. Die meisten Führungskräfte, die das 10, 20 Jahre machen, stehen staunend vor diesen neuen Phänomenen und können ihnen nur unzureichend begegnen. Es werden sich meines Erachtens betrieblich die Benefits aus dieser New Working World nur heben lassen, wenn die Qualität der Führung steigt. Und erlauben Sie mir abschließend noch einen volkswirtschaftlichen Aspekt, einen europäischen Aspekt einzubringen und dann schließe ich auch schon. Was machen wir denn eigentlich volkswirtschaftlich mit dieser durch die Arbeitszeitflexibilisierung gewonnenen Freiheit und hoffentlich ist es eine Freiheit, hoffentlich ist es auch eine so empfundene Freiheit und dem Potenzial? Werden wir es europäisch wie bisher nur in den Konsum und in ein gesteigertes Lustempfinden an der Freizeit umleiten können? Oder können wir es global gesehen in einen echten europäischen Mehrwert umleiten? Wir sehen uns meines Erachtens sehr stark konfrontiert, das ist eine zum ersten Mal in meinem Berufsleben gemachte Erfahrung, wir sehen uns sehr stark konfrontiert mit einer zutiefst protektionistischen US- und chinesischen Wirtschaft. Europa hat hier die Antworten noch nicht gefunden und an diesem Thema des neuen Regelungsbedarfs im Arbeitsrecht, das für mich ja nur ein Teil des Wirtschaftsrechts ist, sehen wir, dass wir in vielen anderen Materien, auch Rechtsmaterien, auf europäischer Ebene Handlungsbedarf haben. Wenn es uns nicht gelingt, volkswirtschaftlich europäisch, Europa zu diesem wichtigen dritten globalen Player zu machen, dann werden wir dieser protektionistischen US-Politik und chinesischen Politik, die uns einfach ausinvestiert in wichtigen Zukunftsbereichen wie Digitalisierung und Klimawandel, einer Ökologisierung unserer Wirtschaft, nicht standhalten können. Diese Umleitung mögen wir nutzen. Dazu ist diese neue Arbeitswelt ein sehr taugliches Mittel, weil die Europäerin, der Europäer per se sicher nicht faul ist. Wir sind innovativ, wir haben alle Talente. Aber wir mögen sie schon auch in die richtige Richtung kanalisieren. Das können wir betrieblich im Kleinen üben und müssen es volkswirtschaftlich und europäisch global unter Beweis stellen. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen so reichhaltigen Input. Es gäbe, glaube ich, sofort Gelegenheit, ganz vieles zu diskutieren. Von den vielen Anregungen, die du uns gegeben hast, aber wir haben ja den Reichtum von 2 weiteren Inputgeberinnen und ich darf deshalb gleich das Wort an Dr. Christine Hanusch-Linzer weitergeben. Ich habe kurz im Heft nachgeschaut, sie hat war so bescheiden in ihrer Biografie, dass ich doch noch kurz etwas über ihre Biografie sagen möchte. Christine, du hast, glaube ich, Publizistik und Politikwissenschaft studiert und hast promoviert an der Universität Wien. Politikwissenschaft und Publizistik, gut.
hast dann in verschiedensten Bereichen gearbeitet und ich erwähne das jetzt nur, weil wir hier ja vor allem Juristinnen und Juristen haben, dass du auch Geschäftsführerin des Manns Verlags warst und dort auch ganz maßgeblich bei der Aufbau der Rechtsdatenbank eine ganz wichtige Rolle gespielt hast, eine zentrale Rolle gespielt hast und dann bevor deiner jetzigen Tätigkeit, wo du Beraterin bist für Transformationsprozesse, damit so besonders passend für das heutige Thema, war Christine 6 Jahre lang Kommunikationschefin der ÖBB. Das heißt, sie hat hier eigentlich 2 Bereiche für die ÖBB abgedeckt, die allein schon jeweils ein Riesenbereich wären, nämlich einerseits Public Relations und andererseits Werbung und Marketing. Und jetzt darf ich dir gleich das Wort weitergeben. Danke. Ja, ich komme mir eh irgendwie vor wie vor so einem Bahnschalter, das muss ich so angefühlt haben. Da kann man da irgendwie durch den Schlitz, kann man da die Karte durchschieben für den Kunden? Danke. Sind wir jetzt auf die... Ja, weil ich bin nämlich so altmodisch und habe noch Folien. Danke, Paul Frey, weil die Vorlage aus diesem wirklich schönen Rundumgang und Bild, wie es in der Praxis wirklich ausschaut, darf ich jetzt aufgreifen und das ein bisschen abstrahieren und vielleicht auch in einen größeren Zusammenhang stellen. Und denn ich habe die ganze Zeit daran gedacht, dass eigentlich der Titel meines Zugangs genau passt auf das, was du da jetzt auch gesagt hast, nämlich in Zukunft geht es um Netzwerke. Es geht um Netzwerke statt um Hierarchien. Das, glaube ich, kann man zusammenfassen, vielleicht noch simpler und noch bildlicher. Ich sage immer Kreise statt Kasteln. Das ist die Zukunft der Arbeit, so in ganz simpel ausgedrückt. Und wenn wir eines wissen, ist, dass jede Krise ihre Prägungen hinterlässt, ihre Prägungen in der Art und Weise, wie wir Arbeit und Zusammenarbeit organisieren. Und erinnern wir uns doch kurz an die Folgen der letzten Finanzkrise 2008, nämlich eine wesentliche Folge davon war der sogenannte Agile Hype, von dem du schon gesprochen hast. Und wer vorher schon dabei war und das vielleicht nur als modisches Beiwerk gesehen hat, der weiß jetzt so richtig warum. Der Agile Hype ist kein Hype, sondern er ist gekommen, um zu bleiben. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und auch wenn vor der Krise vielleicht nicht immer die richtigen Antworten gegeben worden sind durch die Agilisierungsversuche der Unternehmen, aber vor allem der Heerscharen von Beratern, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, so hat die sogenannte Agile ja doch zumindest die richtigen Fragen aufgeworfen. Und warum das so ist, versuche ich jetzt in einen kleinen oder einen größeren historischen Kontext zu stellen und die Übergänge, und im Wesentlichen geht es um die Übergänge vom Industriezeitalter zur agilen Netzwerkökonomie. Erinnern wir uns vielleicht kurz auf einer Zeitschiene, die in der Menschheitsgeschichte unglaublich klein ist, aber für uns sehr groß, nämlich 100 Jahre, nehmen wir die mal so her. Wir haben das Industriezeitalter nicht überwunden, wir stecken noch mittendrin, obwohl es de facto schon abgeschlossen ist. Und dieses Industriezeitalter war geprägt durch ein Organisationsmodell, das Organisationsmodell der Bürokratie, also sehr prozesszentriert, prozessorientiert. Und das, was prägend dabei war, war Produktivität und Effizienz, haben wir gehört. Das sind alles Dinge, die wir heute noch immer in unseren Köpfen haben. Und wenn wir Unternehmen führen, hören wir dieses Primat an allererster Stelle. Dann kam, noch nicht allzu lange Zeit her, das sogenannte Informationszeitalter. Das hat sich schon anders dargestellt und das war nicht mehr ganz so das Primat der Bürokratie, sondern das Primat der Meritokratie, also der Experte. Das Expertenwissen stand im Vordergrund. Das waren sehr expertenzentriert. Und wir bewegen uns jetzt rasant hin zum Zeitalter der Netzwerke. Nennen wir es mal in der Prägung, das ist jetzt nicht meine Erfindung, sondern das nennt man so der Adhocracy, also der Sofortness in der Entscheidungsfindung. Also wir werden immer schneller in der Entscheidungsfindung. Das ist geprägt durch Menschen- und Wertezentren. Das ist auch im Übrigen die gute Nachricht an dieser ganzen Entwicklung. Das Problem dabei ist, dass das nicht so schön abgegrenzte Kasteln sind, die irgendwann enden und das nächste Zeitalter beginnt, sondern dass es Phasen sind. Dass es Phasen sind, die unglaublich lange und fluide ineinandergreifen. Und wenn wir sie jetzt versuchen, diese Phasen ein bisschen zusammenzufassen, was ist jetzt der große Unterschied zwischen
gestern und heute, und ich sage jetzt bewusst gestern und heute, weil für mich ist Corona sehr wohl ein Scheidepunkt in der Art und Weise, wie wir Unternehmen führen, wie wir unsere Arbeit organisieren und wie wir uns auch wirtschaftlich aufstellen. Früher, vorher, aber noch immer war Effizienz und Kompliziertheit das Thema. Komplizierte Strukturen, komplizierte Prozesse, komplizierte Abläufe. Jetzt sind wir aber mittendrin schon seit einiger Zeit in der sogenannten, in einer Dynamik der Komplexität. Das Problem ist, dass Kompliziertheit lässt sich noch irgendwie organisieren und kontrollieren, Komplexität, wie wir wissen, keineswegs. Und vielleicht erinnern wir uns, dass vor genau 100 Jahren der Soziologe Max Weber sich darüber Gedanken gemacht hat, wie tiefgreifend und weitreichend die Trennung des Arbeitsplatzes, des Arbeitgebers von seiner Wohnstätte, das gesamte Wirtschaftssystem eigentlich verändert hat. Das Modell der Bürokratie als das effizienteste Modell der Steuerung, das ist etwas, wo wir noch immer drinnen sind. Wir nehmen das noch immer mit und wir sind noch lange nicht in der reinen, klaren, schönen neuen Welt der Netzwerkökonomie angekommen, sondern wir nehmen noch immer kulturell auch die zwei vorhergegangenen Phasen mit und die sind in unseren Managementsystemen, in unseren Abläufen, in unseren Denken, sind die noch immer mit drinnen. Das Spannende an dieser Max Weberschen, also dem Modell der Bürokratie, finde ich ja auch, ist, dass er damals ja beklagt hat und zu Recht auch richtig die richtigen Schlüsse gezogen hat, dass wir zurück, also von die Dislokation von Arbeit und Arbeitsstätte oder Privatumfeld jetzt wieder komplett zurückgekehrt ist. Also wir sind jetzt wieder, wir haben die Menschen jetzt wieder zurück von der Fabrik sozusagen, von der Werkbank ins Homeoffice zurückversetzt. Also Max Weber würde sich da durchaus wundern, was da alles 100 Jahre später alles passiert ist. Ja, aber die Pandemie zeigt, und Paul Frey hat das auch schon schön gesagt, die Pandemie zeigt, wie schlecht oder wie zumindest nicht ganz besonders gut Organisationen und Arbeitsprozesse und unsere Arbeitsweise selbst darauf eingestellt waren. Die schlechte Nachricht ist, das, wo wir uns jetzt befinden, diese sogenannte VUCA-Welt, also diese komplexitätsgesteuerte Welt, die lässt sich wirklich nicht beherrschen. Das ist unmöglich, sich darin zurechtzufinden und mit den alten Mitteln, die wir alle gelernt haben, und Manager sind, ich sage immer so, wir waren ja immer auftrainiert auf Effizienz und auf prozessorientierte Gestaltung und Führung. Alles das, was wir gelernt haben im vorigen Jahrhundert, muss man heute schon sagen, das gilt nicht mehr und das funktioniert auch einfach nicht mehr. Ja. Also wenn wir so wollen, ist es auch das ein bisschen komplizierter, das ist auch da ein bisschen eine Camouflage der Produktivität und muss vielfach da herhalten. Also Organisationen, um es zusammenzufassen, stehen einfach unter Druck und das, in den letzten Jahren sind wir zumindest eben die Netzwerkökonomie durch die Start-up-Industrie und das Start-up-Denken angefeuert worden. Das ist aber sehr gut und ich halte das auch wirklich für eine sehr positive Entwicklung, wenngleich wir damit eines vorwegnehmen. Wir glauben, dass wir uns in einem digitalen Zeitalter, wir nennen es ja auch so, befinden. Nein, wir befinden uns aber nicht in einem digitalen Zeitalter, weil genauso wenig, wie wir im Industriezeitalter davon gesprochen haben, dass wir in einem Dampfzeitalter oder einem Elektrizitätszeitalter uns befunden haben, genauso wenig gilt das für die Netzwerkökonomie. Wir sind nicht im digitalen Zeitalter, sondern wir sind im Netzwerkzeitalter angekommen. Ja, worum es aber eigentlich geht in diesem Zeitalter, und das erscheint mir wesentlich, ist eigentlich, dass die Organisationsfähigkeit der Unternehmen erhöht werden muss, die Selbstorganisationsfähigkeit der Unternehmen. Das ist das Wesentliche unserer neuen Arbeitswelt. Und wie sehen nun diese Eckpfeiler unserer neuen Arbeitsformen aus oder wie sieht dieses New Now im New Work im New Now aus? Netzwerk statt Hierarchie.
Das Problem mit Netzwerken ist natürlich immer, wo ist unten und wo ist oben und wo ist außen und wo ist innen. Das kennt man nicht, weiß man nicht mehr so richtig und das macht Angst. Das macht vor allem der Führung Angst, weil Führung eben mit den alten Systemen und den alten Methoden, die wir gelernt haben, auf die wir auftrainiert worden sind, damit nicht mehr umgehen konnte. Weil da hatten wir klare Orientierungspunkte, unten, oben, außen, innen und das geht nicht mehr in der Netzwerkökonomie. Ja, wie schaut aber jetzt ganz konkret aus meiner Perspektive eben dieses New Work im New Now aus? Also erstens einmal ein paar Thesen dazu. Das Wohnzimmer ist die berufliche Kommandozentrale geworden durch Homeoffice und Präsenzarbeit, die miteinander jetzt total verwoben sind. Die sind nicht mehr so trennen. Früher war es ein Entweder-Oder. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Telearbeit ein richtiges Privileg war, also es wurde auch als Privileg angesehen, wenn ein Mitarbeiter das Recht auf Telearbeit bekommen hat, da hat auch der Betriebsrat mitgesprochen. Auch hier musste man sich das fast verdienen, nach einigen Jahren durfte man dann ein Stück vielleicht Homeoffice, Telearbeit machen. Also das war eine Auszeichnung, das machen zu dürfen. Heute ist es vollkommen normal. Remote Work wird zum sogenannten Blended Work, also ortsunabhängiges Arbeiten, unterstützt durch, hier kommt die Digitalisierung natürlich voll in Gange, weil unterstützt muss das werden durch Cloud-Systeme, Software und sonstige prozessvereinfachenden, unterstützenden Systeme. Das Allerwichtigste scheint mir aber zu sein, dass der Arbeitskontext, der Kontext viel wichtiger als der Prozess sein muss und sein wird. Und wenn Homeoffice und Präsenzarbeit dezentral und zeitunabhängig organisiert werden, dann müssen auch, und Paul Frey hat das schön dargestellt, dann müssen auch Stakeholder, nämlich Management, Mitarbeiter und Betriebsräte, in die Gestaltung dieses neuen Prozesses mit eingebunden werden. Da geht es nicht mehr so einfach, dass man das designt und dann in einem Arbeitsvertrag festhält oder einer Betriebsvereinbarung festhält und dann wird es einfach diskutiert, sondern schon allein die Gestaltung dieses neuen Arbeitskontextes muss mit den Stakeholdern gemeinsam gestaltet werden. Ja, und wir befinden uns mitten in einem wirklich tiefgreifenden Wandel, der jetzt Corona-unabhängig ist, aber durch Corona ein bisschen beschleunigt wurde, einem Wandel vom Arbeitnehmer zu einem Arbeitgebermarkt und das verlangt auch eine Revision des Angebotes, arbeitgeberseitig. Wir können es uns nicht mehr so einfach machen, dass wir sagen, wir sind eine tolle Marke und kommt zu uns und wir inserieren ein bisschen, machen eine kleine nette Employer-Branding-Kampagne und dann kommen schon die Mitarbeiter. Nein, so ist es nicht. Heutzutage können sich die Menschen aussuchen, wo sie hinkommen und wo sie arbeiten wollen. Das ist die gute Nachricht an die Jungen unter ihnen, sie können sich's aussuchen. Und jetzt versuchen Sie sich mal vorzustellen, was das für einen Druck erzeugt auf Unternehmen, die jetzt ihre Babyboomer alle in Pension schicken müssen bis 2030 und die wirklich Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. Ein Beispiel nenne ich immer gern, weil es eine große Dimension ist. Die Österreichische Bundesbahn muss bis 2030 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen, also 10.000 Mitarbeiter aufnehmen. Das ist für ein Land wie Österreich einer der größten Arbeitgeber, wenn nicht sogar der größte Rekruter in diesen Zeiten, weil schlichtweg 15.000 Babyboomer jetzt in Pension gehen oder gehen werden. Das ist eine enorme Summe und wir sind nicht vorbereitet auf diese Zeit. Ja, und letztlich, da gehe ich jetzt schnell drüber, weil Paul Frey das schon sehr, sehr ausführlich gesagt hat, also die neuen Herausforderungen, das Management und die Führung sind enorm. In Zukunft wird es weniger darum gehen, dass wir Prozesse und Richtlinien exekutieren im Management, sondern dass wir wirklich ein Verhaltenssystem neu ausrichten, Kompetenzen wie Modulation, wie Moderation, aber auch wie Inklusion werden viel mehr gefragt sein als Prozesswissen in der Zukunft. Und wo ich bringe immer gerne dieses Bild der, so, der grauen Reihe, nenne ich das mal, die graue Reihe, das ist der Vorstand des VW-Konzerns. Diese graue Reihe hat ausgedient.
Ja, die funktioniert noch eine Weile, jetzt in diesem Übergang von Informationszeitalter in die Netzwerkökonomie, das wird noch alles ein bisschen gut, also gut funktionieren und man traut ihnen auch zu, dass sie jetzt den Übergang in die Elektromobilität gut meistern, aber de facto ist das schon ein Modell des vorherigen Jahrhunderts und die einsame Dame, die Sie da in der Mitte sehen, ist im Übrigen die Vorständin für Integrität und Recht. Ja. So sieht der Vorstand der VW-Gruppe heute aus und so sehen die meisten Vorstände von großen Unternehmen aus im Übrigen. Das ist ein Modell des vorherigen Jahrhunderts, das wird so nicht mehr funktionieren. Wie wird es ausschauen? Wahrscheinlich eher so. Wahrscheinlich, ein bisschen überzogen vielleicht, aber das Führungsteam der Zukunft sieht eher so aus. Ja, und an die Frauen unter uns, Mind the Gap, Frauen sind ganz besonders gefordert jetzt nach Corona, weil sie schon besonders gefordert wurden während der Corona-Krise. Eins nur dazu und das bitte merken, Karriere macht man nicht im Homeoffice. Wird man never, never, ever im Homeoffice machen. Karriere ist etwas sehr Personengebundenes, etwas sehr Persönliches und das passiert nicht hinter den Bildschirmen, sondern in der sozialen Kohäsion. Das Wort ist schon heute gefallen und das ist für Frauen ganz besonders wichtig, dass wir uns das merken und darauf auch achten. Auch im Übrigen in der Führung müssen wir ganz besonders auf die Frauen schauen. Ja, und wo geht jetzt aber das Ganze hin? Wie sieht es dann aus mit der Wohnoffice und mit der städtebaulichen Infrastruktur? Das hat ja auch alles Folgen, wenn die Organisationen sich neu aufstellen müssen und die Arbeitswelten sich neu aufstellen müssen. Die Überschrift dieses durchaus optimistischen Programms, ich sehe das wirklich optimistisch, könnte heißen vom Global Village zum Local Office. Und wie schaut das auf? Lassen Sie mich da noch mal ein paar Punkte vielleicht oder ein paar illustrative Punkte anführen. Wohnen und Arbeiten wachsen definitiv zusammen. Ja, Max Weber dreht sich gerade im Grabe um. Es kommt nämlich zu einer wirtschaftlichen bedingten Schrumpfung der Büroflächen. Das beobachten wir jetzt schon. Also während vor Corona die Büroflächen massivst aufgebaut worden sind, man braucht nur in Wien schauen, wo überall gebaut worden ist, dreht sich das Ganze jetzt wieder ganz, ganz rasant um. Und Büroflächen werden wieder reduziert und umgebaut. Also ich berate sehr viele Unternehmen, deren primäre Sorge derzeit ist, nicht wie kriege ich die Mitarbeiter wieder zurück vom Homeoffice ins Büro, sondern wie baue ich zusätzliche, also Büroflächen, die ich nicht mehr brauche, ab. Bei großen Unternehmen bis zur Hälfte ihrer Büroflächen, die derzeit abgebaut werden. Ja, das führt aber auch zu etwas Gutem, nämlich zu einem Primat wahrscheinlich, hoffentlich der Sharing Economy, also teilen statt besitzen. Und es werden auch neue Lösungen sich entwickeln, die geteilte Infrastrukturen möglich machen. Also Coworking-Infrastrukturen waren nur Anfangsmodelle, die werden sich mit Sicherheit jetzt noch weiterhin ausbauen. Es wird aber auch zu intelligenten Konzepten im öffentlichen Bereich kommen. Also Public Home Office werden uns helfen dazu, hier zusätzlichen Wohnraum zu vermeiden. Also das, was wir auf der einen Seite am Büroraum verlieren, werden wir vielleicht hoffentlich in Wohnraum, qualitativ hochwertigen Wohnraum gewinnen und dazwischen werden sich so neue Modelle wie Public Home Offices entwickeln. Wir werden weiterhin, davon bin ich überzeugt, weiterhin voneinander getrennt leben, aber wir werden mehr miteinander arbeiten, indem wir Dinge gemeinschaftlich tun und uns auch sehr genau überlegen, was wollen wir denn eigentlich noch gemeinschaftlich tun und was müssen wir gemeinschaftlich tun, um wirtschaftlich auch erfolgreich sein. Das Leben an der Peripherie, und das ist auch etwas, was wir derzeit beobachten, wird wieder attraktiver und verlassene Ortszentren, für die ist das eine Chance. Sie werden
werden nämlich wiederbelebt werden. Mit intelligenten Konzepten könnte sogar so wieder was entstehen wie eine Art Dorfkern, der verloren gegangen ist. Also mit Dienstleistungen, die sich rund um die Arbeit entwickeln, wie Essen, Fitness, Einkauf und so weiter. Also lokale Versorgung an der Peripherie. Und somit wird auch die Nahversorgung wieder attraktiviert und die intelligente Nutzung von Raum und Infrastruktur wird hoffentlich gemeinschaftlich intelligent auch nicht nur geplant, sondern auch organisiert. Und das ist eine weitere Chance, darin sehe ich auch in der Möglichkeit, dass wir neue Synergien durch Coworking auch generationenübergreifend entwickeln und dass wir auch mehr Generationenmischung, also die Mehrgenerationenmischung wieder ankurbeln und attraktivieren, weil wir eben dezentrale Räume, dezentrale Arbeitsräume und Arbeits- und Wohnräume neu organisieren müssen und analoge Begegnungsmöglichkeiten schaffen werden. Ja, und nichtsdestotrotz wird natürlich das auch eine ganz massive Auswirkung auf die Mobilität haben. Das wissen wir und das lasse ich jetzt auch mal auf, aber Mobilität ist ein ganz wesentlicher Hebel der Organisation dieser neuen Arbeitswelten. Ja, eines ist auf jeden Fall sicher, die Anpassung an eine sich ständig verändernde Dynamik wird nicht die Ausnahme bleiben, sondern es wird zu Routineübung. Die Fähigkeit dazu nennt man im Übrigen Resilienz, ein viel strapaziertes Wort derzeit, aber eines, das wir uns merken sollten und auch mit Leben füllen sollten, weil es geht um die Anpassungsfähigkeit an sich permanent verändernde Situationen in einer komplexen Welt. Und was auch sicher ist, ist, dass was auch immer digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Das wird so sein. Überall dort, wo Effizienzen aus der Digitalisierung herausgeholt werden können, werden diese auch genutzt. Aber was die beste Technologie niemals replizieren kann, auch nicht die beste AI im Übrigen, ist Beziehungsarbeit. Also Empathie, Emotion, kreatives Arbeiten. Und somit bin ich davon wirklich, wirklich überzeugt, dass Empathieberufe die Zukunftsberufe schlechthin sind. Und wenn wir eines gelernt haben in dieser Krise und mitnehmen sollten, ist, dass wir uns auf diese empathischen Fähigkeiten, die wir brauchen, konzentrieren sollten, denn die haben Zukunft, egal ob sie in der Systemerhaltung mit niedrigem Bildungsniveau einhergehen oder mit hohem Bildungsniveau, wie um universitäre Ausbildung. Wenn auch ein Anwalt, der diese Empathiefähigkeit nicht hat, ist kein guter Anwalt und muss das in Zukunft noch viel besser können als vorher. Und ein positives Bild zu geben am Ende dieses kurzen Überblicks: Noch nie war die Chance so groß, einiges so grundlegend richtig zu machen und dabei auch Mensch, Umwelt und Wirtschaft wieder in Balance zu bringen. Ein schönes Beispiel für mich ist die High Line in New York. Ja, die High Line war das Symbol des Industriezeitalters, Brooklyn und Manhattan verbunden hat, also die Dislokation nach Max Weber zwischen Arbeitsstätte und Fabrik verbunden hat. Diese Highline ist 20 Jahre lang verrottet und verrostet dagestanden und New York hat dann sich entschieden, in einem wirklich kollaborativen und kooperativen Prozess, Design Thinking Prozess im Übrigen, also einen agilen Prozess, neu zu revitalisieren, und herausgekommen ist ein begehbarer Park, eine begehbare Verbindung. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Beispiel, wie man in dieser VUCA-Welt, in dieser komplexen Welt mit positiven, gemeinsamen, kollaborativen Formen zu einer besseren Zukunft oder einen Weg in eine bessere Zukunft aufbrechen kann. VUCA, volatile, uncertain, complex und ambiguous. Ein wichtiges Wort und ein wichtiger Akronym in Zeiten wie diesen. Danke sehr. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich reichhaltigen Vortrag, der wunderbar auch das komplementär ergänzt hat, was Paul schon an Problematiken angerissen hat. Hier ist auch mit vielen positiven Visionen.
von agilen Prozessen war schon die Rede und bei Agilität sehe ich den Roland vor mir, der ein unheimlich erfolgreicher Arbeitsrechtsanwalt ist und eine agile Person. Er ist so agil, dass man ihn also kurz vor der Veranstaltung fragen kann, ob er nicht am Podium sitzen mag und etwas beitragen mag. Schon allein das macht ihn großartig. Roland. Also, ich bin da also jetzt wie die Jungfrau zum Kind gekommen und sitze jetzt an diesem Podium und muss ihm was beisteuern. Den Arbeitnehmerschutz eingeführt. Das heißt, wir haben eine relativ weitreichende europäische Arbeitszeitgesetzgebung, die tatsächlich von der täglichen Arbeitszeit über die wöchentliche Arbeitszeit zur monatlichen Arbeitszeit alles Mögliche regelt. Und wir alle wissen, dass wir mit diesem Arbeitszeitrecht nicht mehr auskommen. Der Paul Frey hat vorher was Herrliches gesagt, ich meine, ich hätte es ja so nie gesagt, aber du hast es ja gesagt, dass die Camouflage fehlender Produktivität durch Anwesenheit. Das ist großartig. Das ist wirklich so ein schöner Satz, dass ich fast gerührt bin. Es war immer so, der Mensch ist anwesend und arbeitet damit. Und seine Anwesenheit wird aufgezeichnet und dann gibt es Gleitzeitmodelle und irgendwelche Arbeitszeiterfassungen und er ist da. Er ist da und ob er jetzt produktiv ist oder nicht, ist vollkommen gleichgültig. Er ist da und damit gilt er als arbeitend. Der anwesende Mensch ist der arbeitende Mensch. Jetzt durch die Pandemie wissen wir alle, dass der anwesende Mensch keine Rolle mehr spielt. Du hast das vorher gebracht, das Beispiel, ich kann das nur widerlegen. Wir vertreten einen großen Dienstleister, der hat tatsächlich innerhalb der letzten 12 Monate 50% seiner Arbeitsfläche zurückgegeben. Er hat Riesenhäuser zurückgegeben an die Eigentümer und gesagt, wir brauchen das nicht mehr, wir befinden uns jetzt in der Homeoffice. Das heißt, die Anwesenheit ist kein Gradmesser mehr für Arbeit. Das ist vorbei. Wir haben eine Homeoffice, wir haben eine Arbeitswelt jetzt vorgefunden durch die Pandemie, wo plötzlich, und das ist wirklich ein unglaublicher Paradigmenwechsel, wo plötzlich die Produktivität an die Stelle der Anwesenheit getreten ist. Und das ist etwas, was uns noch riesen Kopfzerbrechen bereiten wird, weil früher ist Arbeitsleistung durch Anwesenheit gemessen worden und jetzt muss sie plötzlich als Leistung durch Produktivität gemessen werden. Wir alle wissen, dass wir mit diesem Problem, mit den zurzeit zur Verfügung stehenden Mitteln, dem werden wir nicht beikommen können. Wir müssen uns vom Konzept des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes zur Gänze lösen. Und wir können es so machen wie die Stadt Wien und 20 Jahre warten, bis alle ein Backpickerl haben. Oder wir können uns denken, wir können uns diesem Problem nicht entziehen. Es geht nicht. Und sowohl die Europäische Union als auch alle Nationen, die gesamte westliche Welt, wird sich mit dem Problem auseinandersetzen müssen, dass das Arbeitszeitgesetz abzuschaffen ist. Punkt um. Wir brauchen es nicht mehr. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob jemand am Samstag, am Sonntag, in der Nacht, in der Früh, wann immer er oder sie arbeiten will, soll er oder sie arbeiten. Wir können es nicht mehr messen. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, ja, aber es gibt ja Jobs, wo das noch ganz anders ist, wo Homeoffice gar nicht denkbar ist, also reden wir von Gesundheitsberufen, von der Gastronomie, von der Hotellerie, da muss man ja anwesend sein. Dort wird auch weiterhin das Arbeitszeitgesetz eine große Rolle spielen. Man wird nicht 20 Stunden am Tag kochen können, das ist mir vollkommen klar. Aber überall dort, wo wir nicht mehr Anwesenheit schulden, sondern Produktivität schulden, müssen wir uns vom Konzept der bemessenen Arbeitszeit zur Gänze lösen. Und es ist besser, wir machen es morgen, als wir machen es in 10 Jahren, weil wir das Problem nicht loswerden können. Das heißt, der Mensch, und dann haben wir auch natürlich sehr interessante Aspekte, Work-Life-Balance und so weiter, vielleicht indem man Arbeit und Privates von vornherein ineinander verwebt, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Ja? Wir müssen nur, und Sie alle sind ja so jung, Sie werden nie in Ihrem Leben mehr Arbeitszeit messen, das wird in Ihrem Leben keine Rolle spielen. Sie werden dann arbeiten, wenn Sie arbeiten müssen und dann Freizeit haben, wenn Sie Freizeit haben wollen und Ihr Arbeitgeber, Ihre Arbeitgeberin wird sie nur mehr an ihrer Produktivität und nie mehr an ihrer Anwesenheit messen. Und ich glaube, das ist eines der interessantesten Dinge, die die Pandemie uns gebracht hat. Und wie gesagt, ich habe versprochen, ich brauche nur 7 Minuten und damit bin ich schon am Ende. Vielen Dank. Ja, ich darf jetzt nach diesen 3 wunderbaren Input-Statements
gleich ins Publikum fragen und um Wortmeldungen und Fragen bitten. Natürlich gibt es hier auch Diskussionsbedarf, glaube ich, am Podium untereinander, aber das schiebe ich jetzt einmal vorläufig nach hinten, weil wir schon bei der Zeit auch recht fortgeschritten sind. Und ich darf zunächst einmal Max Kothbauer und Felix Zopf um Wortmeldungen bitten und gleich das Mikrofon zukommen lassen. Ja. Wir sammeln auch ein paar Wortmeldungen, weil wir, damit wir hier sozusagen ein bisschen... Vielen Dank. Ich glaube, es sind so viele Ideen gekommen, es war wirklich ein Feuerwerk und ein Vergnügen, Ihnen allen zuzuhören. Ich glaube auch, dass das mit der Produktivität und mit der Arbeitszeit ein wichtiges Thema ist. Nur im universitären Bereich ist das ja immer so gewesen. Kein Mensch hat sich gekümmert, wann sich irgendjemand, wenn ich allein ich habe dich zufällig heute nachgegoogelt, was du alles machst, wenn ich mich da überlege, was du machst, das geht überhaupt gar nicht in eine Arbeitszeit. Und das kann man nur machen mit dieser Begeisterung und der Selbstmotivation. Also das ist etwas, was sehr stark von der Heterogenität der Berufe abhängt. Das heißt, es wird, und ich war dankbar, dass Sie das dann noch gesagt haben, weil wir haben Industriewelten und alles Mögliche, wo sehr viel einfach maschinengesteuert, zeitlich gesteuert, anwesenheitsgesteuert sein wird. Ich fand großartig den Punkt mit der Fürsorgepflicht. Das ist ein enorm wichtiges Thema, weil es ist nicht ein Rechts-Links-Thema, sondern es ist wirklich eine Frage, die Gesellschaft selbst im Feudalismus auch beschäftigt hat. Wie weit gehe ich, ob ich jetzt aus christlichen oder sonstigen Überlegungen, sozialdemokratischen oder was weiß ich immer, sehe, ich muss mir überlegen, was ist meine Verpflichtung? Das ist ein wahnsinnig schweres Feld, weil ich oft Fälle hatte, auch in meinem Berufsleben, wo Leute Ansprüche hatten, von denen ich mir gedacht habe, ihr könnt doch nicht wirklich glauben, dass wir als Unternehmen uns mit diesen sehr, sehr persönlichen Dingen beschäftigen. Tun wir es aber nicht, kommen wir in Probleme. Das haben wir in der Pandemie gesehen. In der Pandemie haben Menschen völlig heterogen reagiert. Am Anfang sind Leute weggelaufen vom Arbeitsplatz. Ich kenne einen kleinen Betrieb, wo eine Mitarbeiterin sich den Computer geholt hat, so Angst gehabt hat vor Ansteckung und weggefahren ist nach Vorarlberg und von dort angerufen, sie arbeitet jetzt nach Hause, ohne irgendwas abzusprechen. Jetzt kann man sagen, das geht nicht, okay, es geht auch nicht, aber sie hatte ja diese Angst. Also diese Fürsorgepflicht ist für mich ein wahnsinnig wichtig. Und dann kommt das, was Sie gesagt haben, Karriere macht man nicht im Homeoffice. Und das geht aber weiter. Junge Menschen können sehr viel aus Büchern, können sehr viel über Tele, alles Mögliche, aber ich muss doch erleben, was sich abspielt. Ich muss doch erleben, wie Menschen agieren, wie Menschen mit ihrer Erfahrung. Ich kann als junger Mensch die Alten alle vollkommen ablehnen und wahrscheinlich manchmal sehr zu Recht, aber ich muss es ja auch erfahren, was ich ablehne. Und das kann ich mit Teleoffice aus meiner Sicht sehr wenig. Das heißt, wir müssen uns beschäftigen damit, wie bringen wir in vielen Berufen, übrigens auch in den akademischen, wie bringen wir, in der Universität haben wir dieses Biozentrum, es wird jetzt noch viel größer. Und ich bin einmal herumgeführt worden dort und dann sagt mir eine Professorin, wie wir gehen dann bei der Cafeteria, sagt sie, das ist der wichtigste Ort von uns allen. Der Nicht-Organisierte, das, wo man beisammen sitzt, wo irgendwer was erzählt und wo wir assoziativ hören, ah, du arbeitest an dem, ich arbeite eigentlich auch an etwas, was... Und das ist so wichtig. Also wir kommen in eine unglaubliche Geschichte hinein und das Problem wird sein, auch das hast du, Paul, gesagt, dass wir das in sehr unterschiedlichen sozialen Dimensionen erleben. Und das... Da müssen Generationen jetzt, nein, nicht Generationen, das ist viel zu schnell, da müssen jetzt sehr viele gescheite junge Leute daran arbeiten. Wie fangen wir das alles an? Dankeschön. Ich möchte mich kurz von allen drei ein bisschen anknüpfen.
Ich möchte an die Inputs von allen drei Panelisten anknüpfen und für mich stellt sich folgendes Problem. Die Lebensrealitäten im Arbeiten gehen immer weiter auseinander. Wir nehmen jetzt, keine Ahnung, als Beispiel den Industriearbeiter und das klassische Homeoffice. Also es geht immer mehr auseinander, was wir tatsächlich machen. Und für mich ist die Frage jetzt, wie gehen wir mit diesen Heterogenitäten um? Es gibt nicht mehr das eine Arbeitsrecht quasi, das für alle passt, sondern es entwickelt sich im Grunde immer stärker auseinander. Und wie gehen wir damit um, dass im Grunde Arbeiten komplett anders gesehen wird, je nach Branche, je nachdem, was meine tatsächliche Tätigkeit ist, ob ich der Sicherheitschef bin im Museum, der tatsächlich die Tür aufsperren muss physisch, oder ob ich vielleicht die Buchhalterin bin, die zu Hause sein kann. Und was da die Ideen sind, wie wir das meistern, weil mein Gefühl ist auch, dass die Branchen teilweise im Moment, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, komplett auseinandergehen. Die Gastrobranche erlebt jetzt eine Riesenkatastrophe, weil niemand mehr in der Gastro arbeiten will. Und im Moment hat in der Gastro scheinbar nicht wirklich die, grosso modo, eine gute Antwort darauf, wie man das attraktiv macht. Und dann gibt es umgekehrt andere Unternehmen, wo sich, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Leute auf eine Position bewerben und eigentlich die quasi überhaupt nicht genug Platz hätten für die Leute, die alle dort arbeiten wollen. Und wie verteilt man quasi auch die Arbeit? Danke. Darf ich nur einen Satz dazu sagen? Ich glaube, dass das ist einer der wesentlichsten Aspekte, den man überhaupt thematisieren kann, ist, wir müssen uns von der Fiktion eines homogenen Arbeitsrechts zur Gänze trennen. Das spielt keine Rolle mehr und das ist einfach etwas, eine Fiktion, die man aufrechterhält, obwohl man weiß, dass sie nicht stimmt. Und das ist immer das Sinnloseste, was man tun kann. Man kann, und wirklich, Ihr Beitrag hat es besser auf den Punkt gebracht als alle unsere drei Inputs, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gehen wir mit dem Faktum um, dass es kein Arbeitsrecht mehr geben kann, kein einheitliches? Und das ist einfach so. Stichwort in dem Zusammenhang vielleicht Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen, eine größere branchenspezifisches Arbeitsrecht, dass sich das Arbeitsrecht, die Teilnehmer an diesem Spiel selbst machen. Und mit den Kollektivverträgen haben wir nicht nur in Österreich, sondern europaweit gute Erfahrungen gemacht in den letzten 100 Jahren. Und vielleicht liegt dort doch auch ein Schlüssel, dieses Problem zu lösen, dass man es weg von der staatlichen Gesetzgebung eher in die unternehmerische, in die sozialpartnerschaftliche Gesetzgebung. Aber das ist nur eine Idee, ja. Dann darf ich Helena Balle und dann Janik Duller das Wort geben. Herzlichen Dank. Ich darf auch mich kurz bedanken für die drei Impulsvorträge. Ich fand sie sehr spannend und sehr anregend und freue mich auch danach vielleicht noch über Diskussionen. Eins ist mir nur aufgefallen, ich hatte das Gefühl, alle drei Vorträge sind ein bisschen von dieser Prämisse geprägt, der Arbeitgeber hätte gern, dass die Arbeitnehmer zurückkommen ins Office. Und die Arbeitnehmer wollen aber eigentlich gerne zu Hause bleiben, beziehungsweise, Sie haben das angesprochen, Herr Frey, 2,4 Tage in der Woche möchte man gerne zu Hause sein. Und bei Ihnen, Frau Doktor, ist das dann ein bisschen rausgekommen, was ich mir sofort gedacht habe. Ich denke, es wird sich immer mehr die Frage stellen, hat ein Arbeitnehmer Recht auf einen Arbeitsplatz? Insbesondere eben Karriereaspekte, aber auch dann eben, ich möchte mir nicht die ganze Infrastruktur anschaffen, ich möchte nicht von zu Hause arbeiten und ich möchte vielleicht diese zwei Bereiche trennen. Und ich denke, dass das durchaus etwas ist, worüber wir diskutieren sollten, ob nicht Arbeitnehmer, die durchaus im Office arbeiten möchten, auch vielleicht ein Recht bis zu einem gewissen Grund haben sollten, dass sie das dürfen. Und ich weiß auch nicht, Herr Gerlach, noch um auf Sie zurückzukommen, ich teile Ihre Kritik am Arbeitszeitrecht komplett zur Gänze, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ich denke, wir brauchen neue Konzepte. Ich frage mich nur, welche, weil das einfach nur abzuschaffen, glaube ich, ist auch keine Lösung. Es muss irgendwo dann doch noch eine Trennung geben, denke ich, zwischen einem privaten Bereich und dem Arbeitsbereich. Ich würde mich da sehr bedanken, wenn Sie dazu vielleicht noch was ausführen könnten. Herzlichen Dank. Dankeschön. Janik? Ja, vielen Dank auch für die Vorträge. Ich fand das eine sehr spannende Diskussion. Ich hätte eine Anmerkung oder eine Frage an Herrn Dr. Frey. Und Sie haben am Anfang gesagt, Ihr Vortrag ist ein bisschen provokativ, deswegen hoffe ich, dass Sie jetzt eine bisschen provokativere Anmerkung mir nicht übel nehmen. Sie haben viel von den Vorteilen gesprochen, die das Homeoffice auch für die Arbeitnehmer bringt und die sind unbestritten. Aber ich finde, es ist sehr wenig vorgekommen, auch die Nachteile, die das Homeoffice bringt und die Vorteile, die es für den Arbeitgeber hat, nämlich
der Arbeitnehmer ist viel greifbarer geworden durch das Homeoffice. Also ich spreche jetzt aus Erfahrung, ich habe von 7 bis 10 war ich jetzt in einer Videokonferenz. Das hätte es wahrscheinlich vor Corona nicht gegeben, einfach weil die Systeme nicht da waren und diese Tools nicht so verinnerlicht waren. Genauso kommt es eben, was auch die Kollegin Paglia angesprochen hat, zu einer Vermischung zwischen privaten und beruflichen. Und es zieht sich das Berufliche dann oft weiter in das Privatleben rein. Und meine Frage wäre jetzt quasi, wie vermeiden wir in dieser Transition Period, wo wir zurück ins Büro kommen, dass wir the worst of both worlds bekommen? Also irgendwie die Unflexibilheit der Anwesenheit plus dieser dauernden Erreichbarkeit und der Eindringung in unser Privatleben durch das, was uns Corona gebracht hat. Also ich sehe, das ist eigentlich die größte Gefahr eben jetzt in dieser Zeit, in der wir zurückkommen ins Büro. Und mich hätte eben gerne interessiert, quasi, wie Sie das handhaben in Ihrem Betrieb oder was Ihre Gedanken dazu sind. Vielen Dank. Gibt es noch jetzt unmittelbar Wortmeldungen, sonst würde ich wieder an das Podium zurückgeben. Durch dich vielleicht zu fragen, ja. Hinzufügen. Wie sieht das eigentlich auch mit den Kosten aus? Ich meine, wenn man zu Hause arbeitet, man richtet sich ein Büro ein, welche Kosten übernehmen, das war ein großes Thema, auch bei uns, bei der JW, also nicht bei uns, Sommerhochschule. Nicht auch, ja. Aber wer zahlt das Internet, Anschaffung verschiedenen, was sind richtige Stuhl, arbeitsmedizinisch ist das natürlich auch ein Problem, wenn man von zu Hause aus arbeitet, wer kontrolliert das? Wie wird das dann auch finanziell abgegolten? Gibt es da rechtlich auch irgendwelche Überlegungen? Das war nämlich ein großes Problem bei vielen Firmen. Ja, ja, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir das jetzt machen. Ich mache das vielleicht einfach von Roland, Paul zu Christine. Ganz kurz noch zu dieser Frage der Kostentragung der Homeoffice. Auch das ist eigentlich am besten in den Kollektivverträgen gelöst worden. Also es gibt Kollektivverträge, die hier Kostentragung vorsehen. Der Staat hat ja gekreist ohne Ende und tatsächlich ein Mäuschen geboren mit dieser Absetzbarkeit von, das weiß der Kollege Wusmann besser als ich, ich weiß das jetzt nicht genau, ich glaube ein paar hundert Euro im Jahr kann man absetzen von der Einkommensteuer und in diesem Ausmaß kann auch der Arbeitgeber das refundieren, ohne dass das jetzt ein Sachbezug wäre. Lustig ist die Frage des Arbeitnehmerschutzes natürlich bei der Homeoffice, weil das Arbeitsinspektorat kein Recht hat, den Arbeitsplatz, den Homeoffice-Arbeitsplatz zu kontrollieren. Und da sind wir jetzt wieder, was Sie vorher angesprochen haben und auch du vorher gesagt hast, Fürsorgepflicht. Wie gehen große Unternehmen mit dem Problem über? Und Sie werden das nicht glauben, es gibt also große Unternehmen, die haben YouTube-Videos, wie ein Arbeitnehmerschutz entsprechender Arbeitsplatz auszuschauen hat. Und das können Sie also googeln, dann finden Sie also, die Allianz hat ein Video, wie hat ein Homeoffice-Arbeitsplatz auszuschauen. Und Sie können dann Ihren eigenen Arbeitsplatz filmen und dorthin schicken und die überprüfen das, ob das passt. Also das ist eine Dienstleistung, die der Arbeitgeber den Arbeitnehmerinnen erbringt, dass er sagt, wir kontrollieren, ihr könnt uns das schicken und wir sagen euch dann, ob dieser Arbeitsplatz passt oder nicht. Faktum ist natürlich, und das schließe ich jetzt sozusagen an diese Arbeitszeitpolemik von mir vorher an, auch das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz wird natürlich all seiner Zähne beraubt durch die Homeoffice. Und wir dürfen es nicht vergessen, wir müssen uns vom Begriff der Homeoffice auch langsam trennen und eher in Richtung Teleworking, weil Homeoffice heißt ja, ich muss zu Hause arbeiten, was ja eigentlich ein Unsinn ist, weil wo ich arbeite, ist ja wurscht. Ich kann ja auch bei McDonald's arbeiten oder wo auch immer, ja, in einem Kaffeehaus. Und damit ist der Arbeitnehmerinnenschutz nicht mehr gewährleistbar. Und die nächste Frage, die sich stellen wird, aber die ist dann schon eine etwas speziellere, wann gibt es noch Unfallversicherungsschutz? Wann arbeitet der Mensch und wann arbeitet er nicht? Wir haben diese berühmte OGH-Entscheidung, die wirklich dumm ist, das muss man bei allem Respekt vor dem Obersten Gerichtshof sagen, dass ein Arbeitnehmer, der auf sein WC geht, nicht dem Unfallversicherungsschutz unterliegt, weil das ist eine private Verrichtung, also bitte, da hört sich alles auf. Ja? Aber das ist entschieden worden, vom Obersten Gerichtshof, wirklich im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte entschieden, das ist kein, und ich, man kann es ja rechtfertigen, ja, nur das führt uns ja nirgends hin, wir müssen uns das komplett neu überlegen, all diese Dinge, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja? Also ich danke für die klugen Anmerkungen, die mir vieles
auch neu zeigen und mit auf den Weg geben. Ich glaube tatsächlich, dass wir immer zwei Szenarien vor Augen haben können für diese neue Arbeitswelt. Und tatsächlich gibt es ein Worst of Both Worlds, das sehe ich auch. Aber vielleicht sollten wir uns nicht zu sehr in diesen dystopischen Szenarien ergehen, die da lauten Vereinsamung, Aufgabe der sozialen Kohäsion, zwei Klassen, zwei Gruppengesellschaft, geschützte Gruppen, nicht mehr geschützte Gruppen, wieder Ausbeutung. Es besteht tatsächlich auch die Gefahr, dass die Arbeitgeberseite neue Druckmittel, neue Machtinstrumente in die Hand bekommt. Auf der anderen Seite auch eine Veränderung des Arbeitsmarkts, wie du es erwähnt hast, dass die Arbeitnehmerinnenschaft eine höhere Gestaltungsmöglichkeit bekommt. Ich sehe eher ein utopisches Szenario, das da lautet Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung. Ich glaube, das ist eine klare Konsequenz aus all dem, was wir da besprechen, und eine Begegnung damit auf Augenhöhe, weil überall dort, wo die Arbeitgeberinnenseite auf einen ausgebildeten Arbeitnehmerinnenmarkt trifft, dann ist eine höhere Augenhöhe gegeben. Ich glaube auch an die Empathie. Ich glaube schon auch an die Staatsaufgabe des sozialen Ausgleichs. Das wird wichtiger werden, und vor allem glaube ich an die Neubewertung vieler Berufsbilder. Pflege, Gastronomie, also all das, wo wir sehenden Auges da die letzten Jahrzehnte zugeschaut haben und wirklich auch volkswirtschaftliche Ausbeutung betrieben haben. Ich glaube, das braucht ein Korrektiv. Ganz konkret gesprochen, und jetzt provoziere ich Sie alle wahrscheinlich endgültig, so wie ich meinen geschätzten Betriebsrat provoziert habe. Wie geht man in dieser Phase auf Arbeitgeberseite damit um? Wie geht man mit diesen Rupturen um? Wie geht man mit dieser Geschwindigkeit um? Wie geht man auch damit um, da bin ich wieder bei der Fürsorgepflicht, die Menschen vor etwas zu schützen, über deren Auswirkungen sie vielleicht nicht die letztgültige Abschätzung treffen können, weil auf den ersten Blick ist es eben fest, zu Hause bleiben zu können, nicht anderthalb Stunden in der S-Bahn und in der U-Bahn sitzen zu müssen und nebenbei vielleicht auch noch, ich will das gar nicht gering schätzen, die Kinder halbwegs im Griff zu haben, den Einkauf machen zu können, einen Geschirrspüler auszuräumen, und rede jetzt sehr aus meiner Praxis, weil wenn man zu Hause ist, hat man immer auch Haushaltsaufgaben und damit zu einer Erhöhung des Stressfaktors führt. Ich habe mich für einen Weg entschieden, der für viele von Ihnen wahrscheinlich irgendwo rechts von Genghis Khan ist und sehr archaisch, sehr antiquiert, um nicht zu sagen reaktionär daherkommt. Ich habe das alles von meiner Ebene ein bisschen wegdelegiert, von der Unternehmensleitung, die ja doch eine etwas abstrakte ist. Ich weiß zu wenig um die Lebenssachverhalte vieler Kolleginnen und Kollegen und auch der Führungssituationen in den jeweiligen Abteilungen, und habe das auf die Abteilungsebene, also auf eine kleine Einheit delegiert. Ich halte aus der christlichen Soziallehre herauskommend viel vom Thema der Subsidiarität. Die Themen sollen dort entschieden werden, wo die kleine Einheit wirksam werden kann. Alles, was in der kleinen Einheit entschieden werden kann, ist für mich prinzipiell einmal besser als in der großen Einheit. Wird dann arrondiert durch die Solidarität. Und dann habe ich ein Experiment eingeführt und habe gesagt, Unternehmensrichtlinie ist nur, dass Homeoffice-Tage, Telearbeitstage jederzeit vereinbart werden können, vor dem Hintergrund der Optimierung der Arbeitserledigung, womit einmal grundsätzlich die Arbeitgeberperspektive einfließt. Es geht nicht um die Optimierung des subjektiven Lebensmodells der Arbeitnehmerin, sondern um die Erledigung der Arbeit. Und dann habe ich was gemacht, was unseren ganzen Verband auf die Barrikaden gebracht hat und für den ersten echten Konflikt zwischen meiner Führungsfrau, Mannschaft und mir gesorgt hat. Ich habe gesagt, kein Telearbeitstag stößt an einen arbeitsfreien Tag. Das heißt, im KHM-Museumsverband ist Montag, Freitag ausgenommen von der Telearbeit. Es ist per se einmal eine Linie abgeschnitten. Wird schon Ausnahmen geben, ich gebe mich keiner Illusion hin. Und der Mittwoch vom Feiertag und der Brückentag ist sicher mal auch kein Telearbeitstag. Was will ich damit erreichen? Ich will nicht in den Feudalismus des 19. Jahrhunderts oder davor zurückfallen, sondern ich will für einen Moment des Innehaltens sorgen. Ich bin ein großer Verfechter antizyklischen Handelns. Und immer dann, wenn was besonders fesch und besonders modern und besonders griffig daherkommt, bin ich, das ist mein Naturell, mal sehr skeptisch und sage, abwarten. Ich bin lieber der Zweite, der bei einer bewährten Lösung einsteigt, als der Erste, der was ausprobiert. Und das habe ich gegen große Widerstände jetzt vordergründig einmal umgesetzt und warte gespannt, wie lange ich diesen rechts von Genghis Khan Standpunkt und diesen sehr archaischen Standpunkt überhaupt aufrechterhalten kann. Aber das will ich ausprobieren, das will ich sehen sozusagen.
Und ich gebe mir selber da 12 bis 18 Monate, dann wird das krachend in sich zusammenfallen. Der Betriebsrat wird nicht beteiligt gewesen sein, die sind natürlich über mich hergefallen. Ich habe gesagt, Freunde, lasst mir das, ja? Beteiligt euch gar nicht an der Diskussion. Wir machen keine Betriebsvereinbarung drüber, ich will euch da nicht involvieren. Ihr habt das Recht, auf Dauer dagegen zu sein und ihr werdet allalong Recht behalten. Aber ich nehme mir diesen Bremseffekt heraus für 12 bis 18 Monate und schau mal, noch dazu in einer sehr behäbigen Organisation. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben eine Traditionsorganisationsgeschichte von 130 Jahren. Ich bin skeptisch, dass man diese Organisationen binnen weniger Wochen umkrempeln kann. So habe ich agiert und das stelle ich zur Diskussion anheim und bin mir der Hoffnungslosigkeit meines Standpunkts bewusst. Ja, also bei allem Optimismus sehe ich jetzt eine Phase auf uns zukommen, die, beziehungsweise wir befinden uns schon mittendrin, die sehr ambivalent ist, weil wir einerseits noch Führungskräfte, und ich kann das jetzt wirklich aus der Perspektive der Führungskräfte, mit denen ich auch viel zusammenarbeite, betrachten, Führungskräfte haben, die, wie gesagt, ganz andere Dinge gelernt haben. Die haben wirklich gelernt und wir alle haben gelernt, entlang von Richtlinien und Prozessen Entscheidungen zu treffen. Und auch das, was Martin Selmayr gestern gesagt hat, was eines der Probleme der EU ist, nämlich, dass wir immer versuchen, Sicherheiten herzustellen und möglichst keine Fehler zu machen. Das ist auch etwas, was wir natürlich in unserem Führungskonzept ganz, ganz tief drinnen haben. Und die Generation an Managern, die jetzt noch am Werk ist, und Gott sei Dank sind die jetzt noch am Werk, weil das sind auch die, die unsere Gehälter alle bezahlen und für die Produktivität auch sorgen, die letztlich die Wirtschaft noch am Rennen hält, die hat was anderes gelernt. Und die müssen jetzt die Richtung ihres Denkens ändern. Und nichts ist schwieriger, als die Richtung des Denkens zu verändern, wenn wir andere Fähigkeiten jahrzehntelang eingetrichtert bekommen haben und gelernt haben. Und jetzt zu sagen, wir entscheiden nicht mehr entlang von Prozessen und entlang von Richtlinien, also wir gehen bewusst ins Risiko, heißt nichts anderes als Kontrolle abzugeben. Und das ist ein fürchterlicher Zustand für einen Manager, der am Ende des Tages noch immer auch rechtlich abgesichert natürlich seinen Kopf hinhalten muss für das, was unter der Bottomline steht. Also die KPIs, die er erreichen muss. Und auch du musst KPIs am Ende des Tages erreichen, eine Bottomline erreichen und bist jemanden rechenschaftsfähig. Niemand fragt dich, wie du das machst, weil jeder davon ausgeht, dass du das entlang der Richtlinien und entlang der Prozesse natürlich ordentlich mit geringstmöglichem Risiko machst. Was wir aber brauchen, ist, ins Risiko zu gehen. Und die Fähigkeit, ins Risiko gehen zu können, heißt auch, Kontrolle abzugeben. Und beide Welten vertragen sich nicht besonders gut derzeit. Und die Herausforderung ist derzeit wirklich für die Manager, hier in diese neue Welt reinzugehen, ohne dass sie noch ganz die andere verlassen können, weil sie es einfach nicht können. Da entstehen ganz schlimme Geschichten, teilweise bis zu Burnout-Fällen, die absolut nachvollziehbar sind, aber es entstehen auch sehr viele gute Dinge, nämlich wenn diese Führungskräfte sich vor allem eben auch mit den jüngeren Generationen mehr austauschen und hier neue Formen entwickeln, wie wir richtige und gute Entscheidungen finden, vielleicht ein bisschen mehr Risiko auch eingehen. Frau Stefan, ich wollte nur noch einen Punkt, weil die Kollegin vorher diese Frage völlig zu Recht gestellt hat und sie gut gestellt hat. Gibt es ein Recht auf einen Arbeitsplatz? Ich meine, das ist schon ein sehr interessantes Thema. Gibt es ein Recht auf einen Arbeitsplatz? Weil man muss ja nicht bis zum Max Weber zurückgehen. Der Arbeitsplatz hat ja auch einen in sich Wert für Arbeitnehmerinnen, dass sie eben nicht von daheim aus arbeiten, sondern woanders sind, woanders in einem anderen sozialen Umfeld etc. etc. Gibt es, und das kann man jetzt auch arbeitsrechtlich beantworten, die Frage. Ich sage Ihnen, wenn Sie einen alten Arbeitsvertrag haben und einen Arbeitsplatz gehabt haben, dann haben Sie ein Recht auf diesen Arbeitsplatz. Das ist also, glaube ich, dogmatisch unbestritten, dass das so ist. Das ist mit ein wichtiger Bestandteil Ihres Arbeitsvertrages. Und wir als Anwälte empfehlen wir allen unseren Klienten natürlich, dass sie in die Arbeitsverträge jetzt hineinschreiben, dass es kein Recht auf einen Arbeitsplatz gibt. Weil die Arbeitgeber wollen ja keine Arbeitsplätze mehr zur Verfügung stellen. Und sie tun gut daran, das hineinzuschreiben. Aber
Die Frage ist deshalb so gut gestellt, weil man sich schon irgendwann wird wahrscheinlich, und der Paul ist wirklich großartig mit deiner Geschichte, dass du keine Homeoffice zu Feiertagen und zu Zwickeltagen zulässt, das finde ich ja wirklich originell, diese, aber wie du richtig sagst, du wirst spektakulär scheitern daran, aber die Idee ist trotz allem gut, nicht, wenn man sagt, ich bin dann lieber der Zweite, der dort aufsteigt, aber irgendwann werden die Gewerkschaften und die Betriebsräte schon auch sagen, wie ist das eigentlich, wollen wir nicht einen Kollektivvertrag, der ein Recht auf einen Arbeitsplatz einräumt und vielleicht aus unserer Praxis, alle großen Unternehmen, die wir vertreten, alle, ohne eine einzige Ausnahme, setzen zu 100% auf Homeoffice. Alle. Es gibt keine Ausnahme. Für mich ist das so spektakulär, das mit anzuschauen. Wurscht, wer, Dienstleistung, überall, alle, die können, schicken alle Leute in die Homeoffice. Wir haben Unternehmen, die haben 70% Homeoffice. Und was dort passiert, ist Folgendes. Sie müssen sich am Wochenende einloggen und einen Arbeitsplatz für die nächste Woche reservieren, wenn Sie einen haben wollen. Das ist also wirklich, das ist toll gemacht und da müssen Sie hinein und dann kriegen Sie Ihren Arbeitsplatz. Das ist eine Belohnung, dass Sie einen Arbeitsplatz haben dürfen. Ja? Und irgendwann wird sich das wahrscheinlich umkehren und werden die Gewerkschaften und die Betriebsräte sagen, wir wollen wieder einen Arbeitsplatz. Und auch das wird passieren. Bei dir am allerletzten. Aber. Also dieses Konzept, dass wir schicken alle wieder, wir schicken alle oder lassen alle sehr gerne auch zu Hause im Homeoffice, das unterschreibe ich vollkommen, das beobachte ich auch. Aber es hat auch einen knallharten wirtschaftlichen Hintergrund, das muss man auch dazu sagen. Und den haben sie, ja, genau. Das ist die haben schon bemerkt, dass es viel günstiger ist, die Leute zu Hause zu lassen und gleichzeitig eben auch Büroflächen einzusparen, insbesondere in den Großstädten. Das ist wirtschaftlich einfach viel attraktiver für ein Unternehmen, das ohnehin schon unter Druck steht, das so zu organisieren. Das ist aber auch die gute Nachricht, weil immer dort, wo ein Druck entsteht, ein wirtschaftlicher Druck, entsteht auch eine Bewegung. Und aus dieser Bewegung heraus entstehen auch neue Arbeitsformen, ne? Und ein neues soziales Gerüst letztlich dahinter. Die Gewerkschaften werden schon mitgehen, weil die sind im Augenblick eh schon stehen ein bisschen unter Druck. Also dazu noch ein Satz, die Gewerkschaften sind meines Erachtens keine Befürworter von Homeoffice und Telearbeit, weil sie den Zugriff auf die Arbeitnehmerinnen verlieren und damit auch dieses kollektive Element und auch Dinge wie Wahlbeteiligung bei Betriebsratswahlen und so weiter mittelfristig dann in Gefahr steht, aber das nur ein Sidestep. Was ich noch sagen wollte, was ich vergessen habe, ich bin wirklich immer skeptisch bei so pauschalen und wirtschaftsübergreifenden Lösungen. Ich kann Ihnen allen aus meiner Berufslaufbahn, die jetzt in Führung und Management etwa 20 Jahre, 25 Jahre zurückreicht, nur anraten, alle Fragen und auch diese Frage vor dem Hintergrund Ihrer Identität als Unternehmen zu beantworten. Und es gibt diese Unterschiede. Es ist Telearbeit in der Dienstleistung was anderes als in der Industrie. Wir müssen uns immer im unternehmerischen Bereich unser Geschäftsmodell und unsere Wertschöpfungskette, da bin ich im Übrigen sehr traditionell und ich gebe auch den Produktivitätsbegriff nicht ganz auf, vor Augen führen, um dann solche Fragen wie in welchem Ausmaß vereinbare ich Telearbeit mit welchen Gruppen zu entscheiden. Und auch das hat einen großen Aspekt in der Fürsorgepflicht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber. Ich glaube, dass wir schon auch von Arbeitgeberseite darauf schauen müssen, dass sich die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten in den Organisationen, auf Dauer die Sinnfrage beantworten können. Also auf der einen Seite das unternehmerische Interesse, aber auf der anderen Seite diese Sinnfrage, wenn die im Arbeitsleben nicht mehr beantwortet werden kann, dann entsteht Unzufriedenheit und dann entsteht auch wirklich menschliches Unglück. Und dazu ist diese Telearbeit auch nicht ganz ungeeignet, das auszulösen. Ja, wir sind jetzt bei der Zeit schon sehr weit fortgeschritten, aber ich nehme noch gern vielleicht die ein oder andere Wortmeldung an, verweise aber sonst darauf, dass wir dann auch in der Pause natürlich vielfältige Möglichkeiten haben, weiter zu diskutieren. Das ist ein Phänomen, das wir hier ja immer wieder erleben. Man denkt sich zuerst, 1,5 Stunden hat man für das Thema, wird uns genug einfallen und dann ist es ganz im Gegenteil so, dass wir so überreich eigentlich hier Themen und Gesichtspunkte aufwerfen und dann immer vor dem Problem stehen und dann sagen wir, nächstes Jahr machen wir weiter, nicht? Oder ein andermal müssen wir weitermachen. Toni Dierlinger hat sich gemeldet, bitte. Danke sehr.
Weil die Frau Dr. Hanusch-Linzer vorher das Wort Risiko und das Risiko des Arbeitgebers angesprochen hat, würde ich gerne fragen, wie ist das, wenn wir in der Zukunft Produktivität messen statt Arbeitszeit, wird dann nicht in gewisser Weise das Risiko an die Arbeitnehmer ausgelagert? Und wenn Sie in Ihrer Kanzlei zum Beispiel einem Konzipienten eine Rechercheaufgabe geben, dann lagern Sie doch gewisserweise das Risiko aus, wie komplex diese Aufgabe dann tatsächlich ist. Manchmal genügt ein Blick ins RIS oder in die RDB und man hat das relativ schnell. Manchmal sitzt man dann tagelang und um produktiv zu sein, und in dem Fall ist das Produkt ja die Antwort auf die Frage, braucht man manchmal sehr viel Arbeitszeit, manchmal wenig. Und wie kann man das vereinbaren? Oder werden wir in der Zukunft alle irgendwie Unternehmer? Haben wir dann alle ein gewisses Risiko in der Arbeit, die wir tun? Vielleicht dazu gleich einmal einen Rechtssatz des Obersten Gerichtshofs, der nach wie vor gilt, ja, und der halt von der Rechtsprechung stammt und nicht von der Gesetzgebung, was aber ja daran nichts ändert. Es ist unzulässig und nichtig, das Unternehmerrisiko auf den Arbeitnehmer Das ist nach wie vor so, ja. Also diesen Rechtssatz, vor dem stehen wir noch immer, und der ist auch sicher gut begründbar aus der arbeitsrechtlichen Dogmatik. Es ist unzulässig, dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin das Unternehmerrisiko auch nur teilweise aufzubürden. Ich glaube nicht, dass wir diesen Rechtssatz in Zukunft beibehalten werden können. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht ist, und ich möchte noch was dazu sagen. Ich selbst habe 5 Kinder, und allen meinen Kindern sage ich immer, versucht es nur eins nicht, Arbeitnehmer zu werden. Das tut dem Menschen nicht gut. Der Mensch sollte nicht sich in die abhängige Erwerbsarbeit begeben. Er sollte schauen, dass er selbst was zustande bringt. Das klingt jetzt furchtbar deppert, ich weiß es, ja. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass es dem Menschen besser tut, wenn er selbst für das, was er tut, verantwortlich ist und wenn er nicht immer einen Arbeitgeber hat, der ihm... Allein der Begriff der Weisung ist schon so etwas Unangenehmes, ja, dass einem jemand was anschaffen kann. Ich finde das annähernd unmöglich, ja. Also, und rein ideologisch, und wir sind noch weit davon entfernt, aber trotz allem würde ich es schon sehr begrüßen, wenn wir mittel- und langfristig weniger Arbeitnehmer haben, als wir jetzt haben. Und mehr Unternehmer, in welcher Form jetzt auch immer, ob das jetzt ein Werkvertragsverhältnis ist, wo man halt nicht in diesem... Und wir werden uns, je mehr wir in die Telearbeit, in das Teleworking gehen, desto weniger werden wir vermeiden können, dass Teil des produktiven Risikos auf die Arbeitnehmerinnen umgewälzt werden. Aber das ist, wie gesagt, das ist die Zukunft. Momentan ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, der Arbeitgeber darf das nicht, und wie wir das mit dem Konzept der Telearbeit vereinbaren werden können, weiß ich nicht. Und solange, das ist vollkommen richtig, und solange wir eben organisiert sind oder die Organisation als hierarchische Organisationsstruktur nur diese Hierarchieformen kennen und auch leben, gibt es immer einen Letztverantwortlichen. Ja? Und dieser Letztverantwortliche möchte natürlich eine 100% oder sogar 1000% sichere Entscheidung treffen, damit er eben sein Risiko minimiert oder auf Null schaltet. In einer Netzwerkökonomie, in einer Netzwerkorganisation gibt es diesen Letztverantwortlichen ja dann nicht mehr, sondern es geht dann um gemeinschaftliche und gemeinsame vergemeinschaftlichte Entscheidungen des Prozesses. Das ist ein komplett neues Konzept, das aber funktioniert und durchaus schon erprobt worden ist. Man muss nicht in die Modelle der Holacracy einsteigen, um zu wissen, dass das gut funktionieren kann. Also verteilte Verantwortung ist eine der Antworten, wie man aus diesem hierarchischen Risikodenken der Letztverantwortung herauskommt. Viel, viel angenehmer, wenn ich weiß, dass ich mehrere habe, mit denen ich gemeinsam eine Entscheidung getroffen habe, und alle halten ihren Kopf hin und nicht nur ich als Letzter gegenüber meinem Eigentümer. Aber wir sind noch nicht ganz so weit. Ich stehe jetzt vor einer furchtbar schwierigen Aufgabe. Ja? Wir sind schon 20 Minuten über unserem Zeitplan und haben... Dass wir da über das Arbeitsrecht diskutieren, finde ich großartig. Aber wir werden mindestens 3 Jahre lang über Unternehmensrecht, über Verantwortung, über Haftung. Wie ist denn das mit einer Geschäftsführerhaftung, wenn der nicht mehr zuständig ist, wenn die Entscheidungen irgendwie entstehen? Also ich freue mich auf die Diskussionen der nächsten Jahre. Ich darf jetzt noch kurz, Paul, das
Mikrofon übergeben. Und darf also eben im Lichte jetzt sozusagen nur zum Verständnis, wir haben eigentlich hätten um 11:45 mit den beiden Workshops beginnen sollen. Das werden wir jetzt auf 12 Uhr verschieben. Aber um 13 Uhr haben wir dann das Mittagessen, also sozusagen nur, wir können nicht, sozusagen, wir dürfen einfach nicht zu sehr überziehen, weil sonst benachteiligen wir dann die beiden Workshop-Leiterinnen, Frau Professorin Kritzinger und Frau Professorin Windisch-Kretz. Ich denke, dass wir jetzt auch die Vorstellung der beiden Workshops dann nur ganz, ganz kurz machen. Und ich darf jetzt aber zum Abschluss dieser Runde einmal, natürlich nicht zum Abschluss der Diskussionen, die darüber weitergeführt werden sollen, bitte auch in der Pause und auch bei zukünftigen Sommerdiskursen, darf ich kurz Paul das Wort geben. Das war nicht abgemacht, aber du musst auratisch gespürt haben, dass ich einen Einspruch habe gegen meine beiden Kollegen am Panel, weil was wir nicht außer Acht lassen dürfen, und da gebe ich Ihnen sehr recht, es ist natürlich in unserem Sozialgefüge schon ein Rückschritt, wenn ich von der Arbeitszeit wegdenke, wieder in Richtung Produktivität. Also ich will jetzt nicht das Wort Akkordlohn strapazieren oder so, aber letztendlich ist die Arbeitszeit auch immer ein Gleichberechtigungsfaktor unterschiedlicher Talente und menschlicher Begabungen gewesen. Das darf ich nicht außer Acht lassen, und dafür werden wir ein Steuerungsinstrument brauchen, weil es geht in unserer Arbeitswelt um die Menschen und es geht letztendlich um die große Frage, wie kann unser Leben gelingen? Und da ist seit 200 Jahren oder 400 Jahren nicht mehr die Transzendenz das Ausschlaggebende, sondern das irdische Leben. Das heißt, wir wollen in diesem Leben die Frage beantwortet haben. Und wenn wir uns alle schuldig machen durch schon auch spürbare Rückschritte auf diesem Weg, dann möchte ich das auf Arbeitgeberseite zumindest nicht mitvertreten müssen. Also das hört sich für gewisse Bereiche sehr, sehr gut an und es mag die Zukunft sein, aber die Frage ist ja, wie gehen wir mit dieser Zukunft um und wie gehen wir europäisch und für uns als Menschen in unserer Prägung, in unserer hoffentlich humanistischen Prägung mit diesen Phänomenen um. Und da ist mir nicht alles geheuer, muss ich Ihnen gestehen. Mache eine kurze Pause, um den Satz nachwirken zu lassen und darf erstens einmal mich jetzt an dieser Stelle bei Christine, Roland und Paul ganz, ganz herzlich bedanken. Ich darf mich bedanken bei allen, die sich auch bei euch, die sich zu Wort gemeldet haben und die jetzt nicht mehr zu Wort gekommen sind, aber es sind ja noch zwei Tage jetzt, wo hoffentlich viele Diskussionen stattfinden und darf zunächst einmal also diesen Dank akustischen Ausdruck verleihen.